Willkommen zurück in unserem Handwerksviertel in Ecko. Ja, ich habe natürlich herausgefunden, warum die Eimer hier leer sind. Die werden nun mal leer hergestellt und ich weiß jetzt auch, wie man sie auffüllt. Da habe ich nochmal ganz kurz nachgeguckt. Ich hätte es natürlich auch ganz einfach haben können. Weiß ich selber gebe die Tipps und mir fallen sie selbst nicht ein, wenn ich sie brauche. Man braucht hier nur drauf zeigen, dann wird sie doch angezeigt. Mensch, hier, herstellbar bei Hand Water Pump und davon habe ich mir mal drei gemacht. Und jetzt wollen wir es auch gleich mal aufstellen. Ich weiß nicht, ob das hier drinnen geht. Das wäre ja ganz schön, aber draußen wäre auch nicht schlecht. Einmal da und boah, komische Textur hat das schon. Aber naja, komm, ist ja auch egal. So, und hier vielleicht, vielleicht andersrum. Hier so oder hier? Weiß ich nicht. Hier auf die Stufe, genau. Nein, hier vielleicht. Okay, das funktioniert, das ist super. Lagerplatz, dann wollen wir mal gucken. Moment, wie lange dauert das? 2 Minuten, alles klar. 2 Minuten vor Eimer. Ja, das wird eine Menge. Gut, alles klar. Dann wollen wir hier mal die Pumpen mal versorgen damit. Eigentlich müssten wir hier auf alle Zugriff haben. Das müsste ja klappen. Ja, hier noch. Und hier auch noch. Die teilen wir mal auf, 25. Dann ist das okay. So, Herstellung. Einmal hier bitte hätte ich... Hallo? Ja, man sollte vielleicht auch... Ist das eigene Lager nicht freigegeben? Doch, ist es. Aber natürlich, was auch sonst. Ja, das hätte ich mir eigentlich gleich denken können. Das ist natürlich kein Lager für die zu produzierenden Eimerwasser. Das ist ein Lager für die produzierten Eimerwasser. Das ist ja schön. Habe ich vergessen. Sorry, das... Das ist noch neu für mich. Ich bin hier neu in der Gegend. So. Hier auch noch so vielleicht. 40. 40 und 40, ne? Ja, passt. Gut. Ach Mensch, ich bin so doof. Ich muss mal kurz hier. Zack. Wir haben noch ein bisschen mehr vor, als hier dauernd nur an den Pumpen rumzuhängen. So. Truhe 1. Und, von mir ist das auch Truhe 1. Das ist dann schon in Ordnung. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen hier hin und her sortieren, damit auch alles ordentlich ist, damit wir auch alles schnell finden können. Ja. So. Truhe 1. Und die machen wir auf Truhe 2. Dann geht das. Dann ist das, glaube ich, schon okay. Trotzdem müssen wir hier natürlich die Truhen auch ein bisschen weiter höher ziehen. Das muss alles seine Ordnung haben. So. Dann gleich. So, jetzt aber. Jetzt können wir endlich loslegen. Herstellung. Wie viel wollten wir machen? Habe ich vergessen. 30, ne? 30, 25 und 25. Ja, es kommt hin. 30. Machen wir jetzt 25. Das wird toll. An die Herstellung. 25. Bestellen. Und hier auch nochmal 25. Und 15 haben wir noch. Das ist toll. Wieso haben wir noch 15? Wir haben doch 80 Eimer gehabt, oder? Wir haben doch 80 Eimer. Ja, natürlich. So vielleicht noch. Entschuldigung, habe ich nicht daran gedacht. So, als nächstes, während die hier schön abgefüllt werden. Obwohl, was dauert da so lange? So ein bisschen. Ach komm, egal. Wir bringen erstmal den LKW zurück, weil solange wir ja auf Wasser warten müssen, können wir eigentlich auch mal ein bisschen LKW fahren. Ist immer noch sehr gut geparkt. Platzsparend und reifenschonend. Dann wollen wir den erstmal schnell zur Natur auch rüberbringen. Wir spawnen uns dann einfach hier wieder, ne? Wir teleportieren hier uns wieder zurück nach Hause. Und dann schauen wir mal, da müssten ja so schon mal die ersten 3 einmal fertig sein. Oder die ersten 6. Oder die ersten 9, weiß ich nicht. 6 Eimer Wasser, wenn die erstmal fertig sind, das müsste erstmal reichen. Für die aktuelle Folge wird das auf jeden Fall reichen. So, jetzt haben wir aber ein bisschen zu fahren. Ich weiß nicht, ob Teleport Vehicle klappen würde, weiß ich nicht. Aber das Fahren ist ja auch ganz nett. Zumal ich, sonst würden wir wahrscheinlich hier auf so einen Lagerkarren von ihm halt spawnen, mit dem LKW. Und weil er alles schon schön zugeparkt ist, wäre das alles sehr ungünstig. Selbst wenn wir Fahrzeuge teleportieren könnten. So.
Wir müssen natürlich darauf achten, dass die Straße auch immer schön spawnt, während wir drüber fahren. Noch tut sie das. Bei 65 Frames, 54, 41, bei... Ja. Geht so. Geht so, Imhotep, geht so. Ah, hier kommt doch schon die Steigung. Vielleicht kommt auf der rechten Seite schon die Brücke. Die Brücke über den Quai. Die Brücke über das Geweih. So, genau. So. Guck mal. Weit ist es nicht mehr. Ja, es geht. So, jetzt müssen wir erstmal kurz warten, bis hier die Welt einigermaßen spawnt hier bei ihm. Damit ich die Straße auch sehen kann, damit ich weiß, wie ich einlenken muss. Ich glaube, hier links war das rum. Richtung Schmiedehaupthaus. Ich glaube, das ist richtig. Da glaube ich ganz fest dran. So, hier lang. Ja. Wir nähern uns den Koordinaten. Das ist korrekt. Hafenlager. Das müsste richtig sein. Wir haben am Wasser genau hier. Ja, hier stehen ein paar LKWs. Ja, die habe ich alle hergestellt. Ich habe sie mir nicht spawnen lassen. Nee, nee, ich habe sie mir nicht über Konsole gebaut. Die habe ich alle regulär hergestellt. Herstellen lassen an den Roboterfabriken. So, hier mal ein bisschen platzsparend einparken. So. Genau. So, schön ordentlich. Alle haben sie nur ein Fass drin, das reicht. Und, ja, Noctura, wenn du die nicht haben willst, die LKWs, ich meine, ich würde sie dir auch schenken, würde ich dir überlassen. Aber wenn du sie nicht haben willst, dann hole ich sie irgendwann halt ab. Ne? Kann ich auch machen. Das ist nicht das Problem. Ja, also so viel dazu. Es sind 10 LKWs. Da, hier sind die Mammutbaumreste drin, hier sind die Erze drin. Es war nicht sonderlich viel. Und der Rest ist alles voll mit Steinen, schon umgewandelt. Alles gut. Gut, so, jetzt können wir uns wieder zurück nach Hause teleportieren. Soll heißen an unsere Baustelle. Teleport, wie waren die Koordinaten? Ja, 1, 4, 4, 9, glaube ich. Punkt 9, 5, 6, vielleicht. Das ist sogar richtig. Cool. Wow. Also, erinnern funktioniert. Das ist schön. Aber ich habe auch ein eidetisches Zahlengedächtnis. So, und, wollen wir mal gucken. Ah, ein paar, auch hier. Wird schon alles sehr schön hergestellt. Ist so ein Träumchen. Farben nehmen wir mit. Haben wir hier auch schon Farbe drin? Hier haben wir noch keine Farbe. Warum haben wir noch keine Farbe drin? Hier fehlt Erde. Hier fehlen Eimer Wasser. Warum fehlen hier Eimer Wasser? Warum fehlen hier Eimer Wasser? Wasser? Warum? Das ist die Truhe 2, ne? Das ist die Truhe 2. Und wo schmeißt er das rein? In Truhe 2 eigentlich. Und der hier? Der nimmt alles aus Truhe 1. Warum ist Truhe 2 denn leer? Warum ist hier nicht ein Eimer Wasser drin? Das ist ja gar gruselig. Da gruselt es mich ja richtig. Warum ist hier nicht ein Eimer Wasser drin? Warum ist denn das so? So doof. Warum ist denn das so doof? Warum sind hier immer noch 4 leere Eimer drin? Hä? Ich schnall das nicht. Truhe 1? Da ist Truhe 1. 4. Komisch. Echt ein bisschen seltsam. Hier mal gucken. Der hat noch genug zu tun, das ist gut. Wo werden die reingelagert? Truhe 1. Also manchmal ist es wirklich komisch. Okay, ich glaube, die Pumpen machen sich besser, wenn sie draußen stehen, ne? Aber hier haben wir nur Platz für 2. Hier würde eine noch hinpassen. Ich möchte die tatsächlich lieber nebeneinander haben. Die könnten wir ja auch hier hinstellen. Könnten wir auch machen. Dann müssen wir erstmal warten, bis sie fertig sind. Das hat aber nur optische Gründe. So, der schmeißt alles in Truhe 2. Und der hat gut zu tun. Okay, das ist ganz komisch. So, 4, zack, nochmal herstellen. Lagerplatz, komm, und den nehmen wir jetzt mal hier raus und schmeißen hier rein, damit er auch mal hier sein komisches Kackzeug hier mal herstellt. Sein Durchfallfarbe. 10 Erde brauchen wir noch. 10 Erde. Ich weiß jetzt übrigens auch, wofür die braune Farbe nochmal da war. Das war für die Parkbank. Die brauchen wir für die Parkbank. Und
Dann wird die nämlich auch noch fertiggestellt werden. Die Parkbahn brauchen wir nur für die Bushaltestelle. So, dann wollen wir mal gucken, wie lange dauert das jetzt? Was fehlt denn da jetzt noch? Noch 5 Eimer Wasser. Warum fehlen da noch 5? Weiß ich nicht. 5 haben wir, das reicht. Warum sind hier schon wieder 5 leere Eimer drin? Ach, natürlich. Die gibt es wohl wieder zurück, wenn man sie ausleert, wenn man sie verbraucht. Nee, doch klar, es kommt hin. 5 und 4 waren auch gerade. Das ist ja cool. Das ist ja spitzenmäßig. Das ist ja richtig geil. Wow, die Eimer kriegt man zurück. Ich dachte, die kriegt man nie im Leben zurück. Wow, das ist... Das wäre ja fast wie mit den Fässern, wenn die verbraucht sind, dass sie dann nicht einfach weg sind, sondern dass man sie dann leer wiederkriegt. Das wäre toll. Ich meine, es gibt so eine Mod. Aber, nein. Nein, ich glaube, das wäre für unsere Lagergrößen wäre das nicht gut. Also, zumindest zu diesem Zeitpunkt wäre das nicht mehr gut. Es wäre nicht mehr gut. So, dann, wir müssen leider zur Feuerwehr, weil hier noch die Parkbank und die Türen noch drin hergestellt werden. Warum ist immer die Tür hier zu? So. Ja, wurschtel dich mal durch. So, und hier ist nichts. Ist hier irgendwas? Hier sind natürlich genau hier. Ja, das ist immer nur eine, ne? Ja, es ist immer nur eine. Okay, was brauchen wir davon? Brauchen wir da die doppelte brauchen wir. Das ist gut. Die einzelne brauchen wir nicht. Warum brauchen wir die einzelne nicht? Weil wir stattdessen da schon eine schöne Tür schon drin haben. Ach, hier, gucke. Hier bleiben 2 Kackfarben übrig. Das ist gut. Ach, guck mal, das geht doch schnell. Das geht doch flott. Ach, hier, Papier. Das ist noch viel Papier. Gut, wir bauen jetzt erstmal die Parkbank ein. Also gleich, jeden Moment. Die Farbe kommt aus. Na, hier drauf. Wie lange dauert das? Nicht mehr allzu lang. Das ist gut. Ach, Mensch. Jetzt muss ich wieder 20 Sekunden wieder irgendeinen Schluss erzählen. Mal gucken. Da ist der Himmel so blau. Die Sonne ist so schön. Die ist so schön weiß und blendend. Na, du willst einen Kuss? Oh, das ging mir selber gerade ins Gehör. Das ist gerade nicht so angenehm gewesen. Verzeihung dafür. Aber wenigstens ist jetzt die Wartezeit um. Das ist doch mal was Schönes. So, und zwar hier doppelte. Ich weiß noch nicht, wie die aussieht. Naja. Grün halt, ne? Na, gucken wir mal. Vielleicht sieht es ja irgendwie nach was aus. Ich frage mich, ob man solche Glastüren auch mit unterschiedlichen Glasfarben auch herstellen könnte. Nee, ne? Das funktioniert so nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das geht so nicht. Unterschiedliche Farben bedeuten unterschiedliche Texturen. Nein, mehr Türen habe ich in der Form nicht gesehen. Von daher wird das wohl nicht möglich sein, fürchte ich. Ach, das wird bald wieder eine schöne Eingangstür bekommen. Eine sehr gewaltige Eingangstür. Hier, Vorsicht, Zombies überschreiten die... Ach, hier, guck. Ich wollte gerade sagen, Zombies gehen über die Fahrbahn, aber... Damit sind natürlich die Handynutzer gemeint. Die Pokémon Go mal wieder hinterherjagen. So, und jetzt hier Parkbank. Mal gucken. Oh, sie ist aber sehr groß. Sehr parkig, aber die passt genau rein. Das sieht doch sehr viel stylistischer aus, ne? Stilistischer und ich kann sie nicht benutzen. Ich kann mich nicht draufsetzen, das ist sehr schade. Das ist sehr schade, aber okay. Gut, wenn ich mich auf den Stuhl gesetzt hätte, dann würde ich beim Aufstehen aus dem Dach rausgucken. Ist ja auch nicht so schön, ne? So. Müssen wir mal gucken. Irgendwas hatten wir noch vor. Irgendwas brauchten wir noch. Ich kann mich nur beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, was. Aber ist auch nicht so schlimm. So, Tür haben wir schon in der Hand. Raus hier aus meiner... Hör mal. Hier, das ist Uschis. Ach, eine Automatiktür. Ach ja, na klar. Stainglass Double Door. Naja, ist auch gar nicht mal so schlecht. Ist tatsächlich mehr. Ist auch mehr so getönt, ne? Mehr schwarz getönt. Leicht grünlich. Das geht. Das ist okay. Warum leckt das so bei 109 Frames? Ja, keine Ahnung. Was wird hier nochmal geprügelt? Immer noch die Schleife. Die Schleiffenster. Die Sliding Windows. Warum können die auf einmal. Ach, hier fehlt noch Eisen. Das ist ja sehr angenehm. Nehmen wir hier mal 6.
Wieso fehlt da noch so viel Eisen? Da darf gar kein Eisen fehlen. Guck mal, hier sind 200 Dinger drin. Truhe. Ja, mach mal hier Truhe 1 draus. Truhe 1. 1. So. Truhe 1. Amboss 1. Amboss. Es heißt übrigens tatsächlich Ambosse und nicht Amben. Amben ist was anderes, das hat irgendwas mit der Kirche zu tun. Oder mit dem Chor oder so irgendwie. Da war das, da war irgendwas. Weiß ich nicht, ich krieg das nicht mehr zusammen. Ich habe gestern nachgegoogelt. Mann, sprich mal geradeaus. Aber ich krieg das nicht mehr zusammen. Weil es auch ein Thema ist, was mich überhaupt nicht interessiert. Deswegen, Amben ist was anderes. So, Amboss Nummer 3. Ganz klar, der steht natürlich mittig. Na klar, wo auch sonst. Da, wo er hingehört. Immer in der Mitte. So, dann wollen wir hier mal was freigeben. Nämlich hier die... Ach du Wahnsinn, hier gehacktes... Das Hamsterfleisch, das alte. Abfallwirtschaft, tralala, Truhe 2. Nein, nein, das Frischfleisch, das brauchen wir nicht. Wir stehen nicht so auf Frisches. Wir nehmen lieber das abgepackte alte Hamsterfleisch. Gut, das Hamsterhack. Ach, ich habe übrigens meinen Namen verändert. Also nicht meinen, sondern den auf dem Arsch meines Quatschos da hinten. Moment, ich muss hier nochmal. Wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal, wie er jetzt heißt. Das ist etwas lustig. Und jemand wird mich wieder sehr, sehr hassen. Aber das ist nicht mein Problem. Doch, es wird mein Problem werden. Ach, ich entschuldige mich jetzt schon. Es tut mir sehr leid. Du lieber armer Hamster. Falter. Entschuldigung. Verzeihung, ich weiß, ich gehe mal wieder zu weit. Sorry, das, ja. So, Truhe 2, alles klar. Haben wir das auch? Ach hier, das können wir auch noch auf Truhe 2 auch noch hier, ne? Können wir, obwohl das eigentlich Brennofen 1 wäre, aber wir nennen ihn Brennofen 2, weil hier alles auf der Zweierseite ist. Ich wäre mal andersrum machen sollen, das wäre besser gewesen. Wenn du schon mal da bist. Ach so, wenn, ja, schön, dass ich an Kohle gedacht habe, die mitzunehmen, das ist echt toll. Ich bin ja, ich bin ja hochschlau. Hochschlau. So, hier auch nochmal Lagerplatz. Und hier, wenn wir schon dabei sind, hier Brennofen 2. Zack. Truhe 1. Zack. So rum passt das auch. Und der, weiß ich nicht, der kann eigentlich in beide was reinschmeißen, aber eigentlich auch nicht. Aber eigentlich auch wieder doch. Wir machen sie beide an. So, dann passt das. Und zwar, was wollte ich? Erstmal abhusten. Ich fühle mich gerade wie in einem Kaufhaus. Vor mir gehen die Türen auf. Ich dachte eigentlich, die werden tatsächlich so nach links und rechts aufgehen. Sahen zumindest aus wie Schiebetüren. Aber gut. Guck mal hier. Da, Euro 6 Norm, dank Hamstermet. Man könnte es tatsächlich so einstellen, dass man ein Rezept macht für Hamstermet. Mhm. Und man kann auch programmieren, dass so ein LKW auch mit Fleisch fährt und mit alten Hamsterfleisch und Hamstermet und Hamsterhack überhaupt. Gott so der Große. ich wollte mal kurz ablenken. Sorry, das ja. Komm, wir bauen jetzt erstmal schnell die zwei Fenster ein. Wo wir das schon mal haben, dann können wir es auch einbauen. Ich weiß noch nicht, wie rum die jetzt reingehören. Ist das so richtig? Das ist richtig, das ist gut. Mach zu, es zieht. Dankeschön. So, dann kann hier das Fenster da oben rein, dann geht das auch dann so auf. Das ist gut. Also, das Fenster ist fertig. Ja, die Fenster sind natürlich fertig. Licht brennt auch, das ist schön. Bisschen schummrig, ich mag das. Und dann ist das auch, glaube ich, schon so ganz okay. Man könnte hier vielleicht noch eine Wand reinsetzen, aber warum? Dann läuft man hier durch und dann gleich auf eine Wand zu. Wäre auch nicht so toll. Was machen wir hier eigentlich gerade die ganze Zeit? Ach jo, ja, stimmt. Noch ein weiteres Fenster. Da war ja was. Mal gucken. Es ist aber gleich fertig. Ah, wenn es jetzt noch so lange dauern würde, das wäre schön. Wie lange dauert es noch? Immer noch eine Minute. Was nicht, wir haben jetzt nur eine Minute gebraucht, hier alles fertig zu machen? Das ist ja... Das ist... also mein Timer sagt irgendwas von 3 Minuten. Naja, komm. Egal, wir sind sowieso gleich am Ende der Folge. Ach ja, ich guck mal. Das Lager, das habe ich ja letzte Folge schon hergestellt. Das wollte ich noch umzäunen. Das wäre ganz cool, ne? Das wäre bestimmt ganz gut. Uns fehlt ja auch immer noch grüne Farbe. Immer noch. Da haben wir nichts. Hier wird auch kein Grün hergestellt. Hier schon. Aber hier wird nichts mehr gemacht.
Nein, natürlich nicht. Natürlich wird hier nichts mehr gemacht. Habe ich eigentlich Stoff? Ja, Stoff haben wir dabei. 4 nochmal. Green Dye. Natürlich. Hier steht ja auch, hier kriegt man Eimer zurück. Deswegen werden hier wohl auch leere Eimer drinstehen. Maki, denk doch mal nach. Typ. Ach, du bist so doof. Ah, ich bin so ein bisschen droselig. Ach komm. Schrödinger. Gut, also nächste Folge. Was machen wir da Schönes? Dann holen wir Kohle. Ich hoffe, ich denke dran. Das wäre schön. Kohle für die Öfen. Wir holen die Farbe ab. Nein, Quatsch, gar nicht. Farbe haben wir da. Die letzte Tür holen wir ab. Für wo eigentlich? Ja, für wen? Für wen hole ich hier eine Tür ab? Die brauchen wir hier gar nicht mehr. Aber die Kohle brauchen wir. Die Kohle brauchen wir. Und dann werden wir weitermachen. Ein bisschen mit den Grundstücken, die noch etwas verschönern. Vielleicht auch noch mal ein bisschen anders einfassen, damit sie sich ja schöner an die Straße anpassen. Das wäre auch ganz nett. Und Trampelwade braucht das hier auch noch und da auch noch und da glaube ich nicht, aber so in etwa. Und hier die Wasserpumpen möchte ich auch noch ganz gerne hier an der Seite haben, aber das dauert noch ein bisschen. Ja, das dauert noch eine ganze Weile, das dauert noch eine Folge. Ja, ja, das kriegen wir in der nächsten Folge auch noch nicht hin. Und hier das Gelände würde ich gerne einzäunen. Das wäre auch schön. Mit einer Tür. Eine Tür. Ach, wir haben ja jetzt so viele Möglichkeiten, Alter. Was ist das eigentlich für eine Tür hier? Die ist viel zu schön. Die ist viel zu schön für so eine Lagertür. Hier kommt so eine einfache Holztür rein. Müssen wir auch noch herstellen. Ich hoffe, ich vergesse nicht wieder die Hälfte. Das wäre schön. Gut, also ich würde das mal sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl.